Servus da draußen. Ein leider von Grippe geplagter Kittenkurmler meldet sich mal wieder nach ein paar Wochen zurück. Endlich mal wieder mit ein bisschen Drakensang. Ja gut, es wurde auch wieder Zeit, also. Ich bin durchgekommen durch den sehr, sehr harten Dezember, sag ich mal. Aber darum sollte es auch nicht mal. Darum geht's mal lieber in einem Community-Beitrag, ja. Jetzt geht's im Drakensang. Zufrieden, wie es der Herr vom Eberstamm war. Genau, und wir gehen jetzt nämlich in unser, sind gerade in unser Anwesen reingegangen und dort werden wir vom Würfrosch begrüßt, der uns sagt, yo, wir sind jetzt die Eigentümer hier. Seid unbesorgt, wenn Ardo eure Dienste so zu schätzen lernen konnte, dann werden wir sicher auch gut miteinander auskommen, ist logisch, jo. Na, wenn ihr meint, ihr seid freundlich, wirklich sehr, sehr freundlich. Na, auch wenn Ardo vom Eberstamm oft etwas grob schlechtig im Umgang mit seinem Hausverwalter umzugehen pflegte, so konnte er auch seiner Zufriedenheit am Ende doch kein Hehl machen. Ja. Ich war zutiefst bestürzt, als ich von seinem Tod erfahren hatte. Mit eurer unnachgiebigen Tapferkeit haben die Mordbuben nun ihre gerechte Strafe bekommen. Sagt mir, wo ich dieses Anwesen macht, von außen einen wesentlich kleineren Eindruck als von innen. Ja, wir konnten uns zwar noch nicht umsehen, aber das hat unser tolles Auge natürlich schon entdeckt. Ja, da habt ihr recht. Die grandiosen Arbeiten der zwergischen Architektenbrüder Silvusch und Ulrosch hier. Ja, Ulrosch hier. Bringen einen immer wieder zum Staunen. Doch ich will euch nicht lang mit Palaver aufhalten. Hier ist ein Brief. Kein Hinweis auf den Schreiber. Als der Bote ihn übergab, sagte er, er sei dringend. Zeigt hier, der Zauberer Rakorium bittet mich schleunigst zum Hesinde-Tempel aufzumachen. Ich soll dort beim Tempelvorsteher Dorion von Kuslik vorsprechen. Anscheinend gibt es ein Problem bei der Vorbereitung der Drachenqueste. Aha. Oh, was für eine Ehre. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun, bevor ihr aufbrecht? Wir fragen ihn mal später, sag ich mal. Weil wir uns jetzt nämlich erstmal umschauen müssen. Die Rolana ist eine Stufe aufgestiegen. Heißt, wir können sie weiterhin leveln in Bogen und Entermesser. Hier, der Langbogen. Och, und ich habe noch gar nicht diese tollen neuen Rüstungen ausgerüstet, die wir gekauft haben. Zumindest für sie. Balla. Ah, jetzt hat Volker mein Bier getrunken. Entschuldigt, liebe Leute von Heite. Ach ja. Ich kann auch sehr gern hier mal ein bisschen offscreen auch die Sachen einlagern, weil jetzt zeige ich euch mal dieses tolle Anwesen. Wir haben hier erstmal im Eingangsbereich eine Landkarte. Da werden wir später die Orte auch haben, wo wir hinreisen können. Das ist einfach eine Schnellreise auch fürs Haus, weil hier werden wir uns oft aufhalten. Wir haben hier einen Keller mit einem sehr speziellen Geheimnis, was sich hier hinten dann noch verbergen wird. Hier hinten. Aber das kommt auch alles erst später, leider. Wie gesagt, wir können Sachen auslagern. Ja, habe ich schon erwähnt. Hier bei der Tür geht's in den großen Lagerraum, sag ich mal. Da gibt es hier einfach sozusagen Inventare, wo wir unsere Sachen ablegen können. Und das werde ich offscreen natürlich machen. Gut. Hier haben wir einen Raum, wo erstmal nur eine Kiste drin sein wird, wo aber nichts drin ist. Das wird später unser Alchemieraum, weil wir können uns hier tatsächlich Werkbänke reinholen für eine stattliche Summe Dukaten. Hier haben wir unseren Garten. Haben wir unseren Brunnen, da gibt es immer Quellwasser drin, können wir mal abholen. Und hier Kräuter für unseren Kirmler. Aber es werden später noch mehrere Kräuter dazukommen, heißt, hier diese Töpfe werden sich langsam füllen automatisch. Aber je nachdem, wo man halt so hinkommt, ja. Hier ist eine Katze, ja hallo. Die will uns zu etwas führen, aber leider zu diesem bestimmten, zu diesem bestimmten Ort können wir hier noch nicht rein. Das kann ich euch gleich noch zeigen.
Vorgrim gefällt es anscheinend an den Einbären. Ja, miau, Mietje-Katze. Ich finde auch Katzen sehr süß. Ich bin aber eigentlich weder Team Katze oder Hund, sondern eher Team Hasen. Habe ich aber schon oft gesagt. Das hier ist, glaube ich, der Raum, wo der Bogentisch reinkommt. Plus eine Kiste, wo unsere Handwerkszeugs ablegen können. Und dann hier die Schmiede, natürlich mit dem Amboss. Genau. Wolfgang Amboss. Okay. Ja, ich zeig euch noch ganz geschwind das obere Stockwerk, weil hier gibt es auch noch was. Ja, und ihr seht, es ist ein tolles Anwesen hier. Man hat einen Blick auf den Hafen. Man hat einen Garten. Amazone voraus. Ich stelle uns mal kurz hin für ein tolles Bild. Alle mal hergehört. Schöne Tage im Ardus-Anwesen. Ach, schön. Aber es geht gleich weiter. So, ich habe auch gleich mal bei Vorgrim in sein Inventar den Streitkolben runter, damit wir es für die Zukunft, wie gesagt. Hier ist einfach nur ein Raum, der jetzt leer stehen wird erstmal. Aber mit tollen Gemälden hier an der Wand. Hier werden später Begleiter stehen, die wir einsammeln. Und ja, es werden noch mehr zu unserer Gruppe hinzukommen. Es werden aber leider immer nur 4 gleichzeitig in einer Gruppe sein werden. Das hier ist ein Bild vom Preiosplatz. Glaube ich, erkennt jeder die Treppen zum Preiosplatz. Ja. Hier haben wir Ardo, Vorgrim und Kuano. Kuano, der Herr aus der Diebesgilde, ne? Und, Vorgrim. Mit Bart noch. Und hier, davon habe ich gesprochen. Da will uns die Katze hinführen, aber sie ist verschlossen, die Tür. Weil braucht man noch einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist verschollen, aber wir werden ihn finden. Hier hat der Ardo anscheinend gerne Sachen verfasst. Da ist noch ein tolles Gemälde. Ein paar Bücher, ein paar tolle Fenster. Gut. Ja. Ist eine schöne Dorfromantik hier. Da haben wir die Klettes rumhängen. Dann den lieben Graf Grovin. Den Hesindeplatz. Kuano nochmal. Schwert und Schild. Dann haben wir hier, das dürfte die Grafenstadt sein. Einfach ein Screenshot. Ja, Mai. Es ist schon sehr alt, das Spiel. Wie gesagt, es gab schon viele Updates und es sieht immer noch sehr schön aus. Ja. Auch natürlich, was die Software angeht, wie gesagt. Und deswegen ist das natürlich nicht alles perfekt hier. Oh ja, viel Spaß, Kurmler, gell? Ja. Okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, wir gehen jetzt in den Hafen. Und dann werden wir erstmal ein paar Questen machen. Meint ihr? Ja, meine ich. Weil richtig und wichtig, gell? Alles klar. Auf dem Weg können wir nochmal ganz kurz erstmal das hier machen, ja. Und ein bisschen Schlösser knacken, steigern. Nein, geht nicht. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Sehr schön, first try, super. Sandalen und Lederhandschuhe. Ja, ist schon okay. Lederhandschuhe gehen in Ordnung, weil da hat die Klettes tatsächlich noch nichts. Und wir gehen in den Ugdanhafen. Tut mir auch leid, wenn ich so ein bisschen jetzt durch die Nase spreche. Ich bin verschnupft. Ich glaube, das hört man leider auch. Und wir sehen hier gleich mal ein paar Fragezeichen. Ja, haben wir hier Parkwald Barbeck und Laran Dijkmuller. Spoiler Alert, wir werden uns auf die gute Seite der Macht schlagen. Und sozusagen gleich mal hier den Laran Dijkmuller ansprechen. Kann hier denn jeder dahergelaufene Händler nach Luft und Laune dicht machen? Ja, kann er. Ist doch hier neu in der Stadt. Was bildet er sich eigentlich ein? Tja, die Störrebrand sind schon eine ernste Konkurrenz für die alteingesessenen Nicebacks. Ja, auf jeden Fall. Angebot und Nachfrage. Na gut.
Wir werden uns euch anschließen. Wohin so schnell? Hier geht es nicht weiter. Wieso ist denn die Straße gesperrt? Ich möchte zum Warenlager hinter euch. Bitte eins nach dem anderen. Mein Name ist Laren Dagmoller. Ich bin der Vorarbeiter des Handelshauses Storrebrand. Die Querelereien mit dem Hause Niceberg zwingen uns leider zur Vorsicht. Das Oberhaupt unseres Hauses hat angeordnet, dass sich nur noch Leute, die für uns arbeiten, dem Warenlager nähern dürfen. Ach, das trifft mich so gut. Ich bin immer auf der Suche nach einem Zubrot. Haha, ihr macht mir Spaß. Was für Arbeit sollte ich euch denn anvertrauen? Obwohl, eine Kleinigkeit hätte ich da vielleicht wirklich für euch. Eine Kleinigkeit? Was denn für eine? Ein Botengang. Wenn ihr den für mich erledigt, schauen wir mal weiter. Vielleicht findet sich noch was zu tun, wo der ein oder andere heller für euch herausspringt. Also, was sagt ihr? Ja, hört sich gar nicht mal schlecht an. Ich mache den Botengang für euch. Sehr gut. Also, hört zu. Unser Botenjunge ist krank und er sollte heute eine Bestellung von der Taverne zum Silberkrug abholen. Geht bitte an seiner Stelle dorthin und bringt mir den Bestellschein. Am besten so bald wie möglich, wird Brauerlich ist bestimmt schon ungeduldig. Jo, das machen wir doch sehr gerne. Ja, wie gesagt, zu den Nicebacks, die... Ja, nee, machen wir nicht. Und jetzt haben wir uns quasi zu den Storrebrands... haben wir mit denen Kontakt geknüpft. Genau, und jetzt muss ich zu Wirtsradan den Bestellschein bringen. Genau. Okay. Ja, Fässer am Rand nehmen wir mit. Ah, tut mir leid, dass ich heute nicht so topfit bin und vielleicht nicht alles hundertprozentig irgendwie mit vollem Elan rüberbringen kann. Irgendwie, ich bin nicht fit, aber Drakensang will trotzdem geliefert sein jetzt, obwohl ich eigentlich eher nichts habe, ja, an Material. Also ich habe wirklich nichts. Deswegen, na gut. Machen wir, glaube ich, gleich mal diesen Auftrag. Oder wir sammeln zunächst mal alle Sachen ein. Ja, wir machen mal einen Rundgang. Wir gehen noch rüber ins Fuhrmannsheim. Und dann, können wir da nämlich auch noch ein, ich glaube, zwei Questen sind es tatsächlich dort drüben. Yep. Und man kann auch immer wieder in die Wirtshäuser schauen. Weil dort gibt es auch immer wieder Questen. Ich schau mal kurz da rein und wenn es da nichts gibt, dann seht ihr auch davon nichts. Tatsächlich gibt es hier drin eine Quest. Ich habe mich ja so getauscht. Dach. Was soll sein? Ihr seht grimmiger aus als sonst. Hattet ihr Ärger? Ärger ist gar kein Ausdruck. Man hat mich um die Zeche geprellt. Da war ein paar Mal so ein Kerl hier. Hat immer schön anschreiben lassen, wenn er sich den Wanz vollgeschlagen hat. Und jetzt lässt er sich nicht mehr blicken. Die Stadtwache kann ich damit nicht belästigen. Jetzt suche ich jemanden, der sich diesen Kerl vorknöpft und mir zu meinem Geld verhilft. Wie sieht es denn mit euch aus? Würdet ihr nach ihm suchen? Ich kann es versuchen. Was könntet ihr mir denn zum Kerl sagen? Sein Name ist Regasch. Eigentlich hat er einen ehrbaren Eindruck gemacht. Könnte mich jetzt auch ohrfeigen, dass ich mir so die Hörner habe aufsetzen lassen. Fragt mal im Silberkrug nach. Dort ist er wohl zuletzt gewesen. Vielleicht weiß Tralan mehr. Okay, das trifft mich jetzt gar nicht schlecht, weil wir müssen eh zu Tralan. Wegen dem unserem Bestellschein. Ich glaube, dann sammeln wir die Questen erst nachher ein. Dann machen wir erst das. Ist auch. Ist auch wunderbar. Ah, hoppala. Ja, ich kann auch jetzt nur eine Folge tatsächlich aufnehmen, weil ich muss mich noch auskurieren irgendwie, weil... damit ihr auch vielleicht auch in eurem Interesse, dass vielleicht noch in nächster Zeit ein paar... schöne Videos kommen. Ich habe nämlich noch was geplant in die Richtung Wilma Poppen Album. So in die Richtung Album Review. Ist aber auch ein bisschen aufwendiger, natürlich. Aber das mache ich gern für euch. Ein Zwerg, ein Wort. Lass das mal Vorgrim machen. Jetzt haben wir hier die Situation. Ein Städter verlässt zufällig dann...
die Taverne, wenn wir reinkommen. Und jetzt müssen wir wohl den Trat anfragen, ne? Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ich suche einen gewissen Regasch. Kennt ihr ihn? Regasch, der Zwerg. Den habe ich doch eben noch gesehen. Habt euch wohl gerade die Klinke in die Hand gegeben. Roter Bart, fein gekleidet, trägt heute eine Mütze mit Feder. Ihr schuldet Wild Schotterputsch die Zeche etlicher Besuche. Ach, ein Zechbrenner also. Bei mir hat er auch schon ein paar Mahlzeiten etliche Humpen in der Kreide stehen. Na, der kann was erleben, wenn er das nächste Mal kommt. Also roter Bart und Mütze mit Feder. Richtig, genau das hatte der Halunke an, als er eben hier war. Er kann doch noch nicht weit gekommen sein. Wenn ich mich beeile, erwische ich ihn vielleicht noch. Hab Dank. Ja, Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ah ja, ich bezahle erstmal noch die Schulden von Vorgrim. Ja, ein Sohn des Verolax bezahlt er seine Schulden eben immer. Hihi, wenn er sie denn selbst bezahlt und nicht Freund Herr Kirmel aus Tobiheim. Ah, Klappe es dir, Weibsmüt. Wenigstens beklaue ich niemanden. Deswegen habe ich überhaupt offene Rechnungen. Naja, wenn es dem auch sei. Ich freue mich jedenfalls, dass die Schulden beglichen sind. Darf es sonst noch etwas sein? Moment mal. Ja genau, ich komme vom Haldeshaus Storrebrand, um den Bestellschein zu holen. Ach, ihr seid der neue Bote. Ja, da hat man sich ja wieder schön viel Zeit gelassen. Ich war schon kurz davor, mir einen anderen Handelspartner zu suchen. Hier, nehmt den Schein und beeilt euch bitte. Mir geht es schon langsam das Bier aus. Hey, mögt ihr ein Bier? Willst du Ärger? Kleine Referenz von Gothic. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Und warum habe ich jetzt einen Quicksave gemacht? Hier, wir sprechen mal mit dem Koch. Was wollt ihr in meiner Küche? Ihr habt hier nichts. Halt, rieche ich etwa Wolfsrattenschwänze? Ich scheine eine gute Nase zu haben, das stimmt. Ich habe einige Wolfsratten erlegt. Oh, die kann ich immer brauchen. Das gibt eine deftige Suppe, müsst ihr wissen. Geht, das darf doch nicht wahr sein, aber hat mir die Suppe hier immer noch am besten geschmeckt. Will gar nicht erst wissen, was hier in dem anderen Fraß alles drin ist, der hier aufgetischt wird. Seht ihr, auch ihr bevorzugt meine Hausspezialität. Rattenschwänze, Hausspezialität? Wenn ich gewusst hätte, dass man hier vorgesetzt bekommt, ich... Keine Löffel hätte ich auch noch gekriegt. Bah! Ach, stellt euch auch nicht so an. Vorige Woche habt ihr noch von meiner vorzüglichen Suppe geschwärmt. Meine Suppenkreation ist nicht meine Delikatesse. Ach, ich geb's auf. Hier esse ich jedenfalls nie wieder was. Also, nachdem das geklärt ist, würdet ihr mir die Schwänze überlassen? Zahle ich mehr dafür als irgendjemand sonst in Fernung. Ja, so wie viel bietet ihr mir denn dafür? Zwei Heller pro Schwanz, was sagt ihr? So, und jetzt falsche Klattes, ja. Wenn ihr sie so sehr gern mögt, solltet ihr euch diese Delikatesse schon mehr wert sein. Ich will 4 Heller pro Schwanz. Oh, okay, Misserfolg. Nein, das müssen wir noch schnell laden. Weil das geht natürlich gar nicht klar. Wir wollen natürlich auf Dauer ganz viel, Na klar. Ganz viel gut, einen guten Deal hier haben, ja. Okay, haben wir falsch und jetzt einfach mal auf 10 hochgemacht. Ich überspringe mal kurz den Dialog. Bla bla bla. Falsch und klar, das ist Erfolg. Ach, ich hätte doch wohl nicht so lauthals über meine Spezialzutat schwärmen sollen, was? Also gut, 4 Heller pro Schwanz. Einverstanden, habt ihr sie. Ah, wunderbar, vorzüglich, jetzt mit einem Gaumenschmaus. Wohl eher Gaumengraus von Barbarat. Sehr schön. Wie viel Kohle haben wir eigentlich mittlerweile? 69. Du, Karten. Super. Und wir erledigen hier gleich mal richtig viele Questen in dieser Folge. Jetzt gehen wir noch raus. Holen uns den Zechbreller. Und dann gehen wir noch zum Handelshaus Niceback zurück. Und dann beenden wir die Folge, würde ich mal sagen. Einen aus dem Fass da hinten. Gerne doch. Aber mir wäre es wirklich lieber, wenn ihr jetzt gleich zahlt. Schreibt es einfach mit an, ich bitte euch. Unter Regas. Vom Anschreiben kann ich meine Fässer aber nicht füllen.
Seht, ich bin täglich in der Stadt. Ich zahle euch das nächste Mal aus. Ihr seid doch wohl jeden Markttag hier. Ja, das bin ich. Ich werde mir euer Gesicht gut merken. Gutes Bier. Sehr schön. Ja, bitte? Seid ihr Regasch? So ist das, wer fragt. Schluss mit dem Spielchen. Wirt Schotterbusch schickt mich. Ich soll die Zeche eintreiben. Psst. Nicht so laut. Also raus mit dem Benunzen. Wo wollen wir die Sache nicht anders lösen? Drei Silberlinge und ihr vergesst, dass ich mich getroffen habe. Vom knausigen Schotterbusch bekommt ihr bestimmt nicht so viel als Belohnung. Nein, Zechbrellerei und jetzt auch noch Bestechung? Das wird ja einmal toller. Am besten ich hol gleich die Stadtwache. Ach nein, so weit müssen wir es dann doch auch nicht kommen lassen. Ich gehe sofort ins flinke Frettchen und zahle Schotterbusch aus. Menschenkenntnis glatt ist. Der verheimlicht doch was. Hinter der ganzen Angelegenheit steckt doch mehr. Ich sehe es euch an. Ja, ihr habt recht. Ich mache das auch nicht des Geldes wegen, sondern nun ja. Ich wohne als angesehener Bürger in der Grafenstadt. Doch all die Regeln der Etikette auf Dauer sind solche Dinge doch sehr zermürbend. Da kam ich eines Tages auf die Idee, mich ab und an mal unter die einfachen Leute zu mischen. Unter falschem Namen, versteht sich. So konnte ich einfach meinen Alltag entfleuchten und Dinge tun, die ich sonst nie tun dürfte, ne? Das soll ich euch glauben? Auch bei Ingrim ist es die Wahrheit, wenn ich mich so in meinem eigentlichen Umfeld betragen hätte, wäre mein guter Ruf sofort dahin gewesen. Tja, und jetzt habt ihr mich erwischt. Wenn das publik wird, ist mein Ruf erst recht dahin. Irgendwo kann ich euch ja verstehen, aber als ehrhafter und angesehener Bürger dieser Stadt solltet ihr zumindest auch inkognito eure Zeche zahlen. Also gebt mir das Geld für Wirt Schotterbusch und begleicht in Zukunft eure Rechnungen. So müsstet ihr euch weniger sorgen, dass eure Posse auffliegt. Jo. Da habt ihr vollkommen recht. Ach, ich sehe es ja ein. Gut, dann werde ich von eurer Meldung bei der Stadtwache absehen. Ah, hab Dank. Ja, die Sache sollte möglichst kein Aufsehen erregen. Ich werde auf der Stelle zum flinken Frettchen gehen und die Angelegenheit persönlich bereinigen. Nochmals mein Dank, dass ihr die Sache so diskret behandelt. Schönen Tag euch noch. So, da haben wir das auch geklärt, würde ich sagen, oder? Jo. Okay, und jetzt bringen wir noch den bestellten Bestellschein zum Heini von den Storrebrands. Und dann ist es schon vorbei mit dieser Folge. Vielleicht mit einer klitzekleinen Überlänge, aber das darf auch mal sein, jetzt, weil es so lange nichts mehr gab. Ach ja. Wir kommen sehr gut voran mit den Questen. Da sind wir höchstwahrscheinlich schon fast in der nächsten Folge dann durch und können uns der Drachenqueste widmen. Ah, sehr gut, der Bestellschein. Ihr trödelt zwar herum wie ein verschlafener Troll, aber diese Helle habt ihr verdient. Wenn ihr euch nicht blöd anstellt, haben wir vielleicht später mehr Arbeit. Schön und gut. Und wann bekomme ich denn nun meinen Lohn für den Botengang? Ach so, haha, das hätte ich doch gleich vergessen. Hier, eure Belohnung. Okay, und wir sollen später wiederkommen, wenn es was zu tun gibt. Was steht an für die nächste Folge? Wir müssen Vogt Lariana Bericht erstatten, dass wir uns den Nicebacks den Storrebrand sozusagen angeschlossen haben. Wir müssen dem guten alten Wirt Schotterbusch die Zeche zurückzahlen. Dann müssen wir, und dann geht's auch ins Fuhrmannsheim. Dort gibt's zwei Questen. Das steht an für die nächste Folge. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Bis dann und ciao.